Walter Steuel. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und werde Ihnen leider jetzt noch mehr Zahlen, aber auch Approaches zeigen. Ich muss wieder Deutsch sprechen. Aber zuerst möchte ich noch erwähnen Dame Ellen, denn sie wurde nach der Rekordfahrt um den Globus von der Queen geadelt, hat wirklich die ganze Kreislaufwirtschaft oder das Wirtschaften in Kreisläufen aus einem Dornröschenschlaf herausgeholt und mit einer unheimlichen Energie und unterdessen 50 Mitarbeitern diese Foundation aufgebaut, die sich nur diesem Thema widmet. Oops, going the wrong way. Jetzt ich habe diese 5 Punkte. Ich werde die Folie natürlich nicht vorlesen, sondern Sie haben die dankbare Aufgabe, gleichzeitig mir zuzuhören und die Folien zu lesen, währenddem ich nur ein paar Bemerkungen machen muss. Der menschliche Einfluss auf die Erde, dem gebe ich ein Triple Rating, nämlich aller Abfall ist anthropogen. Das heißt, die Natur produziert keinen Abfall. Also aller Abfall, den Sie finden im Weltall oder irgendwo sonst, ist menschengemacht. Und das muss man sich einfach immer in Erinnerung rufen. Die Natur produziert zwar auch Riesenmengen Abfall, denn sie basierte auf dem System Überfluss und dann die Auswahl von dem, was am besten passt. Aber sie rezykliert eben ihren Abfall vollständig. Und die noch eine Bemerkung zu der linearen Industriegesellschaft. Alles, was ich jetzt im Folgenden sagen werde, vergessen Sie bitte nicht. In Ländern, wo eine Knappheit herrscht, Knappheit an Gütern, an Infrastruktur, an Nahrungsmitteln, da ist die Industriegesellschaft immer noch die beste Methode, um diese Knappheiten zu überwinden. Das heißt, die dein Wirtschaft in Kreisläufen ist vor allem interessant für Wirtschaften, Länder, die eigentlich das meiste schon haben. Und diese globale lineare Fertigungswirtschaft beruht auf einer Serie von Schritten von Mehrwert bis zum Verkaufspunkt. Und in der guten alten Zeit ging dann die Haftung für Instandhaltung und Abfall und Risiken in der Nutzung am Verkaufspunkt über an den Verbraucher, Consumer. Leider ist das nicht mehr immer so. Denken Sie an Schmidt-Heini mit seinem Ethernet, denken Sie an Tabakkonzerne. Aber die Gewinnoptimierung wird immer noch gemacht bis zum Verkaufspunkt. Und die Industriegesellschaft ist nur ein Teil davon. Der andere Teil sind die globalen Lieferketten. Da fehlen jetzt noch die Flugzeuge. Der FedEx und andere haben hunderte von Flugzeugen weltweit, die nur Pakete befördern. Das heißt, das alles kann einen wirtschaftlichen Kreisläufen sehr stark reduzieren. Die Fertigungswirtschaft beruht auf dem Abschreibungswert. Alles, was abgeschrieben ist, das heißt nach 5 oder 7 oder spätestens 20 Jahren, ist ein Nullwert. Wenn Sie also eine antike Statue kaputt machen, entsteht dadurch der Wirtschaft kein Schaden, weil das Ding ist schon lange abgeschrieben. Und ebenso beruht sie auf Verbraucherbedürfnissen.
die aber sehr oft einfach Spontankäufe sind, auf dem größer, besser, schneller, sicherer Syndrom und auf dem Statusdenken. Lesen Sie wieder mal Death of a Salesman, ist eines der besten Bücher über, wie man den Schein nach außen wahren muss, vor allem wenn man bankrott ist. So. Und jetzt frühe Zeichen des Umdenkens sind Hersteller, welche Verluste vermeiden. Zero Waste funktioniert sehr gut in Asien. Das ist kein Motivationsding im Westen. 100% Ressourcennutzung, das kann ein amerikanischer oder europäischer Manager damit umgehen, aber null ist keine Motivation. Und Dupont hatte damals zum Beispiel eine Strategie mit Kunststoffpallets, die sie verkauft haben. Wie kann man damit Abfall vermeiden, Verpackungsabfall? Ganz einfach, indem man die Verpackung aus dem gleichen Material macht wie die Pellets, die man dem Kunden verkauft. Und der Kunde kann den Sack mitsamt der Verpackung in den Extruder schmeißen und null Abfall beziehungsweise eben 100% Produkt. Aber man muss einfach mal sagen, wir sind verpflichtet, unsere Rohstoffe zu 100% in Produkte zu verwandeln. GE Medical Systems haben begonnen in 1995 diese großen Scanner und Röntgengeräte alles zurückzunehmen, um zu sehen, ob man damit Geld verdienen kann. Das Resultat war, wie Sie sehen können, etwa am Schluss oder auch heute noch mehrere Millionen Dollar Gewinn pro Jahr und ein Dutzend Millionen Pfund Material, das zurückgewonnen wird durch Reuse oder Recycling. Das heißt, wenn man es richtig macht, kann man damit Geld verdienen. Jetzt ein Wirtschaften in Kreisläufen ist primär mal kontraintuitiv. Alles, was lokal und arbeitsintensiv ist für einen Ökonomen, ist ein Rückschritt. Das kann gar nicht funktionieren. Und Werte erhalten ist auch wieder etwas, was in der Wirtschaft eigentlich nicht das Problem ist bis heute. Und das Caring als Basis, als Philosophie von Schutz, Bestandeserhalten, Werterhalten ist etwas, ich weiß nicht, wann haben Sie das letzte Mal in der Werbung das Wort Caring gehört, wenn Sie, um Autos zu verkaufen oder sowas. Das ist ein völliger Begriff, der völlig fehlt in der heutigen Wirtschaft. Also nochmals, WINC heißt Bestandesmanagement des Manufactured Capital, des gefertigten Kapitals und natürlich auch der integrierten Ressourcen. WINC ergänzt die Fertigungswirtschaft, welche weiterhin bei Technologiesprüngen innovative Güter auf den Markt bringt. Also denken Sie an den Tesla S. Sie können kein bestehende Benzinschleuder hochrüsten auf Tesla S-Niveau, sondern ist ein Technologiesprung, der alles andere eigentlich verschrottbar macht. Eine Gesellschaft, die auf Reuse und Secondhand aufbaut, braucht Vertrauen oder eine Wertgarantie. Also links haben Sie ein paar Banknoten, die einen sind 20 Jahre alt, gebraucht, schmutzig. Und trotzdem, wenn Sie so eine Note kriegen von jemandem, sagen Sie nicht, Moment mal, 20 Jahre alte Banknote, da will ich mindestens 50% Discount. Naja, ich will eine neue, also wenn schon, will ich eine neue Banknote.
Jetzt überlegen Sie sich mal, wieso Sie den Reflex nicht haben. Umgekehrt bei Secondhand Cars. John F. Kennedy hat seine zweite oder seine erste Wahl damit gewonnen, dass er Bilder von Nixon publiziert hat, nicht von sich, mit dem Text: Würden Sie einen Gebrauchtwagen kaufen von dem Menschen? Und er wurde danach gewählt. Wink wird angetrieben von Vorschriften, vor allem Umweltvorschriften. Jetzt, ich werde Ihnen das nicht erklären, ich zeige Ihnen nachher, wie Sie das alles gleich wieder vergessen können. Innovationen in Bestandesmanagement umfasst auch Moleküle, die man aus flüssigem Abfall oder aus Materialabfall zurückgewinnen kann. License to Mine, da werde ich noch darauf zurückkommen. Aber Moleküle zurückgewinnen aus dem Abfall, also hier Batterie-Recycling, sehen Sie den Mann an in seiner Arbeitsuniform, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. In der Schweiz haben wir die vorgezogene Entsorgungsgebühr. Das ist ein perfektes Politikinstrument, das sich aber die meisten Regierungen nicht getrauen zu kopieren. Wink ist auch getrieben von unternehmerischem Gewinnstreben. Und hier sehen Sie die grundlegenden Gesetze, sind Axiome eines Wirtschaftens in Kreisläufen. Und Sie sehen, das ist nicht einfach eine neue lineare Fertigung, das ist was ganz anderes. Und deshalb muss man das natürlich auch verstehen. Wie macht man Geld als Flottenmanager, als Besitzer von etwas, indem man nicht mehr den billigsten Recycler sucht, zum Beispiel für Flugzeugsitze, sondern denjenigen, der mir den höchsten Preis bezahlt. Und das ist nicht die Abfallwirtschaft, sondern das sind Architekten, welche Theater oder Kinos bauen. Im einen Fall zahlen Sie 50 Euro, im anderen Fall zahlt man Ihnen 300 Euro. Jetzt sehen Sie auch, wieso es braucht eine neue Denke, es braucht auch kommerzielle Innovation, es geht um Geld. Dann Eco-Design ist natürlich sehr wichtig, aber vor allem das Eco-Design von Charles Brown. Also Engineering ist die Kunst des Weglassens von Teilen. Ich habe das mal mit Studenten gemacht. Nehmen Sie ein modernes Auto in Gedanken, nehmen Sie mal alles weg, was Sie nicht brauchen, um weiterzufahren. Und dann staunen Sie, was man alles in das Auto einbaut, das Sie gar nicht brauchen zum Fahren. Intelligente Dezentralisation, Repair-Cafés, 3D-Printing, Mikrobäckereien, Microbreweries, das ist ganz langsam am Kommen, aber man sieht das meistens nicht bewusst. Genauso wie man aus Abfall neue Produkte macht, der Nobelpreis dafür gehört Soichiro Honda. Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg gemerkt, dass die amerikanische Armee Tausende oder Zehntausende von Motoren, Kleinmotoren verkauft als Schrott, die zum meisten Teil nicht gebraucht waren. Und er hat realisiert, der Unterschied zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad ist ein Motor. Also hat er diese Secondhand-Motoren gekauft und hat sie auf Fahrräder montiert und damit die japanische Motorradindustrie nach dem Krieg wieder lanciert, zu sehr kostengünstigen Preisen. USM Haller ist eine Schweizer Pionierfirma. Wir haben kürzlich in einem Büro, das wir nach 15 Jahren geschlossen haben, unsere USM Haller
gefragt, ob unsere USM Möbel, ob die Firma die Dinger zurücknehmen will, haben sie gesagt, nein, wir kaufen sie zurück. Denn mit den Möbeln ist ja nichts kaputt. Man muss sie reinigen, man muss sie prüfen, demontieren, ist wie ein Lego und dann wieder zusammensetzen. Das heißt, das sind eigentlich die billigsten Möbel, wenn Sie sie am Schluss wieder zurückkaufen. Was bedeutet ein Wink für Arbeit, für die Kosten? Das kann Ihnen nur jemand beantworten, der so verrückt ist wie ich und sein Auto einfach immer weiterfährt. Das ist ein 1969er Toyota, der steht jetzt im Moment im Parking am Bahnhof in Genf. Wenn Sie die Kostenanalyse machen nach 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, sehen Sie, dass nach 30 Jahren die Hälfte aller Ausgaben an dem Auto sind Arbeitskosten. Und zwar Arbeitskosten da, wo ich wohne, lokal in den Garagen. Aber Sie sehen auch, wieso diese Strategie für einen Hersteller völlig uninteressant ist, denn er kriegt immer weniger, das Hellblaue, er kriegt immer weniger Geld dafür. Eine Aufgabe, die Herr Riegel-Hunziker schon angesprochen hat, auch beim Bau, wir müssen nicht mehr demolieren, wir müssen Rückbau machen. Und das ANA Intercont in Tokio, das wurde so zurückgebaut, dass man oben einen Hut geschaffen hat, innerhalb von dem man arbeiten konnte, und in der Mitte vom Gebäude einen Lift. Und da alles jetzt von oben nach unten geht, erzeugt der Lift die Energie, die sie brauchen für den Rückbau. Aber eben auch wieder muss man mal drauf kommen, da muss man das System bauen, finden. Das steht alles nicht in den Lehrbüchern und das lernen Sie auch nicht an Universitäten. Unser Institut arbeitet nur mit Fallstudien und Sektorenanalysen, aber der Club of Rome hat jetzt eine Input-Output-Studie gemacht. Was passiert denn mit der schwedischen Wirtschaft, wenn man diese Strategien einsetzen würde, flächendeckend? Sie sehen, CO2-Emissionen würden um 70% sinken, Arbeitsplätze würden um 3% zunehmen, praktisch in Schweden die Arbeitslosigkeit ausrotten. Es wird in ein paar Wochen eine Studie über Holland und Spanien veröffentlicht, die wird Ähnliches zeigen. Der Black Swan da oben rechts heißt einfach, dass diese Studien zusammen mit den Studien von Neil MacArthur könnten die Politiker überzeugen, sehr schnell die Rahmenbedingungen zu ändern. Und wenn die Firmen, die dann immer noch reine Produktion machen, könnten sich dann Liter in der Wüste finden. Denn wenn man guckt, welches der größte Hebelarm ist dieser Geschichte, also Sie haben hier das Wink in der Mitte und dann Ressourcensicherheit, Arbeitsplatzschaffung und Emissionenreduktion. Der größte Hebelarm, um einen wirtschaftlichen Kreislauf zu fördern, ist eine nachhaltige Besteuerung. Und ich habe das definiert vor ein paar Jahren in einem Papier. Das heißt ganz einfach, besteuern Sie keine nachwachsenden Ressourcen, sondern nur nicht nachwachsende oder nicht erneuerbare Ressourcen. Und menschliche Arbeit ist eine nachwachsende Ressource. Also vergessen Sie die blöden Lohnsteuern und besteuern Sie Stoffströme und Energieströme. Wenn Sie das tun, dann kippt Ihnen die ganze Wirtschaft, ohne dass Sie eine andere Gesetzgebung erlassen müssen. Und wenn Sie das noch unterstützen wollen, dann seien Sie ebenso logisch mit der Mehrwertsteuer, denn ein Wink ist keine Mehrwertschaffung, es ist eine Werterhaltung.
Das heißt, Sie dürften eigentlich keine Mehrwertsteuer auf Windaktivitäten erheben. Das heißt, in meisten EU-Staaten hätten Sie dann sofort 20-25% der Kosten von in der Kreislaufwirtschaft weg. Und dann können Sie sich vorstellen, da braucht kein Wirtschaftsakteur mehr Anleitungen, was er jetzt tun soll. Er kann das selber in seinen Bilanzen ablesen. Das nur ganz kurz. Im Moment ist das technische und betriebsvolkswirtschaftliche Wissen deswegen bei den Flottenmanagern. Wenn wir wollen, dass die Klein- und Mittelbetriebe Zugang zu diesem Wissen kriegen, müssen wir dieses Wissen in die Universitäten und Fachhochschulen, Berufsschulen transferieren, damit jeder, der eine Schule verlässt, davon mindestens gehört hat und wenn er in ein KMU geht, da auch arbeiten kann. Die Treiber, da fehlt ein R, in den Industrieländern, ich lasse Sie das kurz lesen, vielleicht den Punkt, Komponenten leben länger als die Güter, das ist ein völlig neues Phänomen in der Wirtschaft. Aber gehen wir zurück zu Tesla S. Ein Elektromotor hat eine Lebensdauer von 100 Jahren, ein Verbrennungsmotor von 30 Jahren. Ein Elektromotor braucht kein Getriebe, kein Motorenöl, kein Anlasser, ist völlig dematerialisiert und er nutzt sich praktisch nicht ab. Das heißt, im Verschrottungsgewerbe muss man jetzt lernen, diese Komponenten, die eigentlich ewig halten, auszubauen. Das heißt, sie können nicht mehr das so machen, wie wir das heute machen. Seenwirtschaft, das sind die Flottenmanager, die ihre eigenen Gesetze haben. Wenn Sie mal einen Eurostar nehmen, durch den Kanal, werden Sie sehen, dass die Taschen der Mitarbeiter bestehen aus alten Uniformen. Wieso soll man das Gewebe fortwerfen? Wenn Sie Einzelanfertigungen haben, wie eine IC1 oder IC2 ganz allgemein, dann sehen Sie, dass da die wirtschaftliche Seite voll durchschlägt. Der Redesign, wie die Deutsche Bahn das nennt, kostete 3 Millionen Euro pro Zug. Ein neuer Zug hätte 25 Millionen Euro gekostet. Also Faktor 8 billiger. Und das andere, die Umweltgeschichten, lasse ich Sie lesen. Aber der Schlüssel zum Erfolg von einem Flottenmanagement ist die Qualität von Reparatur und Instandhaltung. Wenn Sie mal nach Vancouver gehen, nehmen Sie die Haberdare, sind diese Schwimmflugzeuge aus dem Jahr 1964 und das ist ein richtiges Erlebnis, da mal einen Flug zu machen. Auf das Individuum bezogen ist diese Flottenmanagement, heißt ganz einfach, eine neue Beziehung zu den Dingen entwickeln, denn die Teddybär-Beziehung, wieso werfen Sie den Teddybär nicht fort, auch wenn er alt und hässlich ist, weil er natürlich alle Ihre Träume kennt. Und das heißt, diese persönliche Beziehung. Sie haben oben rechts zwei meiner Teddybären, den Toyota, den ich schon erwähnt habe, und ein HP12C. Der in jedem Designmuseum heute ist und der immer noch einer der besten Finanzrechner ist, aber natürlich vom Design her nicht aussieht wie ein Smartphone. Und die Werbung von Patek Philippe,
Das heißt, eine Patek Philippe gehört einem nie ganz allein. Man erfreut sich ein Leben lang an ihr, aber eigentlich bewährt man sie für die nächste Generation. Überlegen Sie sich mal, was das bedeutet, dass eben diese Beziehung zu den Dingen und den Einbezug der nächsten Generation. Jetzt die Performance-Wirtschaft. Ich lasse das auch lesen. Es ist die profitabelste Form eines Wirtschaftens in Kreisläufen, hat aber auch wieder seine eigenen Bedingungen. Und da sehen Sie jetzt, wieso Sie in einer Performance-Wirtschaft diese Umweltgesetze, die ich Ihnen gezeigt habe, vergessen können. Nämlich, wenn Sie das Eigentum an Ihren Produkten und damit auch an den Rohstoffen behalten, dann sparen Sie sich die ganze Compliance. Sie müssen nicht mehr nachweisen, dass bei den Rohstoffen, die Sie für neue Produkte verwenden, keine Kinderarbeit erfolgt ist und dass Sie nicht aus Conflict Minerals Staaten kommen. Das sind ja Ihre Produkte und Sie können das nachweisen. Also können Sie diese ganze Schreibarbeit vergessen. Das ist zum Beispiel, wieso Rolls-Royce, Hewlett-Packard, Samsung diese Strategie einnehmen, weil sie damit unheimlich viel Compliance-Aufwand vermeiden können. Aber die Philosophie ist natürlich auch, die Güter von heute sind die Ressourcen von morgen zum Preis von gestern. Also wenn der Ressource, die Commodity-Preise weiter steigen, wie das Andrew gezeigt hat, dann jedes Mal, wenn Sie Güter verkaufen, haben Sie soeben einen Kostenvorteil für die Zukunft verschenkt. Was sind die wichtigen Geschäftsmodelle der Performance-Wirtschaft? Eigentumsrückbehalt, Operation Maintenance, also Instandhaltung, Wartung und Betrieb, Fähigkeiten und die Fähigkeiten eines Herstellers. Jetzt gibt es ganz verschiedene Kombinationen davon. Ich nehme an, Sie werden die Folien kriegen später. Das heißt, ich werde da jetzt nicht weiter drauf gehen. Ein Beispiel in der Bauindustrie ist hier der Viaduc de Millau, ein 78-Jahres-Vertrag, den EFIAGE gewonnen haben, mit der Verpflichtung, die Brücke jetzt, eine Mautbrücke auch, 78 Jahre lang zu betreiben. Sie kriegen kein Geld vom Staat und Instandhaltungsverpflichtung bis 2121. Die Brücke ist 250 Meter über Talboden. Also wenn eine Firma sowas, einen Vertrag eingeht, dann ist sie entweder verrückt oder dann hat sie sich genau überlegt, wie sie das macht, damit möglichst keine Instandhaltungskosten anfallen. Und außerdem kriegen sie die Maut erst, wenn die Brücke gebaut ist. Aber der Vertrag läuft ab sofort. Die Brücke wurde in 3 Jahren gebaut und in Betrieb genommen. Wenn Sie Leistung verkaufen, Nutzen verkaufen, dann ist Suffizienz, heißt nicht Verzicht, sondern heißt mehr Gewinn. Also wenn Sie selbstreinige Fenster zum Beispiel in einem Hochhaus, wenn Sie die Wartungsvertrag haben von Anfang an, für ein Hochhaus, dann würden Sie wahrscheinlich nanotechnologiepolierte Fenster einbauen, weil Sie die nämlich nicht reinigen müssen, weil da das Wasser abperlt. Aber wenn Sie Häuser verkaufen und dann auch eine Wartungsreinigungsfirma haben, ist das Unsinn, denn dann machen Sie sich den Markt kaputt. Also wenn Sie in der Industriegesellschaft sind, dann ist Suffizienz eben Verzicht auf Umsatz. In der Performance-Wirtschaft ist es mehr Gewinn durch Nichtstun.
Und das Buch Performance Economy, wenn Sie mir Ihre Kärtchen geben, kann ich Ihnen ein E-Book davon schicken. Wobei, das tönt vielleicht revolutionär, lesen Sie wieder mal Aristoteles. Die Wahrheit ist auch schon 2000 Jahre alt. Abfallmanager müssen zu Wertmanagern werden, eben in dieser Werterhaltungskette. Auch da gibt es schon einige Beispiele. Aber primär heißt es, einen Werterhaltenden einsammeln, also ohne Zerstörung frei, ein Eigentumsverzicht desjenigen, der den Abfall liefert. Und dann, erst dann, kann der Wertmanager jetzt entscheiden, wo ist die höchste Werterhaltung, und das natürlich im Reuse und nicht im Recycling. Zusammenfassend dürfen Sie nochmals lesen und dann bedanke ich mich für Ihr geduldiges Zuhören.